Ich hatte schon die Erwartungshaltung in der dritten Verhandlung, dass wir ein Angebot bekommen. Forderung steht ja fest. Die Kollegen haben sich mit dieser Forderung identifiziert. Besonders der Teil mit Urlaubsgeld und auch eventuell wandelbaren Zeit ist sehr attraktiv bei einer älter werdenden Belegschaft. Und die Kollegen haben gesehen, was in Metall und Elektro letztes Jahr abgeschlossen worden ist. Und sie haben eine Erwartungshaltung. Sie haben 2 Jahre lang gute Zahlen gesehen und jetzt muss was kommen. Ist letztendlich auch ein Thema, was der Arbeitgeber nutzen sollte, weil in kontinuierlich geführten Betrieben das Thema Zeit letztendlich auch dafür sorgt, dass junge Menschen den Beruf des Stahlarbeiters, jetzt sage ich mal so pauschal, attraktiv finden. Bisher war ja die Haltung der Arbeitgeber, dass sie eben kein Schattenboxen wollten. Herr Goos hat das mehrmals betont, dass sie nicht auf Zeit spielen wollen. Aber der Eindruck jetzt nach der dritten Verhandlungsrunde drängt sich doch auf, dass genau das eben passiert momentan. Das haben wir dann gestern schnell beendet. Wir haben nach einer Viertelstunde den Verhandlungssaal verlassen. Wir brauchen uns nicht vorführen lassen. Wir sind aus dem Erklärbär-Modus. Raus. Wir hatten dann gestern auf dem kurzen Dienstweg schon kurz nach der Verhandlung informiert, dass gar nichts gekommen ist, dass wir aufgestanden sind und die Kollegen sind jetzt noch motivierter. Deshalb haben wir heute hier die Tarifkommission an einem Samstag, ungewöhnlich, aber ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen waren hier. Wir haben die Warnstreiks beschlossen, einstimmig. Das heißt, wir werden jetzt die nächsten 2 Wochen in Warnstreiks gehen. Die Kollegen bei uns in den Betrieben, die warten da drauf, weil wirklich diese Forderungsaufstellung, die ist sehr gut. Wir wollen diesmal was anderes und wollen auch selber was dafür tun, notfalls eben halt auch mit größeren Warnstreiks. Die Azubis warten auch, die Kollegen haben auch eine Forderung aufgestellt. Wir brauchen eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung, eine überproportionale. Die Stahlindustrie muss attraktiver werden für junge Menschen. Wir stecken nicht mehr in den 80er Jahren, die Lebensverhältnisse haben sich geändert und deswegen brauchen wir einfach da einen starken Abschluss, auch für die jungen Leute. In den letzten Jahren haben die Kolleginnen und Kollegen im Stahl viel gearbeitet, viel geschuftet. Sie haben sich viel für die Stahlbranche eingesetzt. Sie haben viele Wege auf sich genommen, um auch die Rahmenbedingungen im Stahl zu bessern, indem sie auf Demos waren. Jetzt gilt es, das zurückzugeben. Wir haben eine stabile wirtschaftliche Zeit. Es geht das, was sie verdient haben, jetzt auch zu bekommen. Der Unmut in allen Betrieben ist groß und wir wollen jetzt endlich starten. Wir wollen jetzt endlich nach vorne gehen. Wir wollen jetzt endlich in die Warnstreiks gehen. Das erwarten die Kollegen und da machen wir auch alle mit. Die IG Metall Jugend im Stahl, die war schon immer stark. Wir kriegen sie immer alle raus. Sie brauchen das Geld, sie sind auch bereit dafür zu kämpfen, die Arbeit niederzulegen. Das ist einfach klasse.